Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lies of P. Und wir versuchen immer noch mit Controller holen, die eine Controller zu besiegen. Ich probiere es jetzt nochmal so. Ich hatte vorher ein bisschen trainiert. In der Hoffnung, dass es funktioniert. Wir versuchen es jetzt nochmal, halt ohne, dass ich da was schneide. Wenn das nicht funktioniert, dann schneide ich halt. Halt nicht so. Aber ich hoffe halt, dass es wirklich auch ohne funktionieren sollte. Aber die ist halt verdammt schnell, ne, die gute. Diese gute Pute ist eine schnelle Pute. Kein Helm geschafft. Jetzt kommt der Hauptmann. Leben! Au! Saugesicht! Geh weg! Ich hab ein paar Stinge daraus gerüstet. Worship!
Okay. Ihr wisst Bescheid, ihr bekommt jetzt musikalische Untermalung, während ich versuche, diese Trolle platt zu machen. Aber es war schon mal besser als vorher. Also wir haben eh schon mal mehr abgezogen. Das ist schon mal gut, aber ich muss mal eben... Was hier ist das? So. Ich könnte auch vorher, bevor wir jetzt einfach weggehen, mal was kaufen. Genau. Bevor wir jetzt einfach jetzt hier verstehen, dann kaufe ich eben was im Hotel. Weil ich glaube, ich könnte ein bisschen was vertragen. Dieses Bild ist grauselig. No matter what, for serving welcome. Das will ich gerne noch kaufen. So. So haben wir wenigstens ein bisschen mehr. Dann würde ich sagen, ab jetzt, ja. Starten wir das Verschneller. Also dann, wir sehen uns dann, wenn ich verliere oder wenn ich sie besiege. Keine Musik hinmachen. Hat so funktioniert. Uhu! Oh, Sir Simon. Only you. With the one. Okay. Willst du mit ihr reden? Okay. Alko einer traurigen Eiferin. Okay. Also ich musste zum Glück nicht so schildern, es ging nach dem zweiten Mal doch wunderbar klar. Aber ich will mal kurz was gucken. Und zur Rosa-Isabella-Straße. Ich geh mal kurz dahin, bevor ich zum Hotel gehe. Wen kann ich denn in der Rosa-Isabella-Straße reden? Wo? Das ist der Eingang zur Rosa Isabella Straße. Heißt das, glaube ich, so, oder? Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Tut mir leid. Mm-hmm.
Eigentlich soll hier einer sein. Hier vielleicht? Hallo. Muss irgendwo hier sein, auf jeden Fall. Noch vor den nächsten Stargazer. Ich muss erstmal die Person suchen, die gemeint worden ist. Vielleicht doch im Haus? Erstmal hier noch hin. Da oben steht jemand. Kam ich denn da hin? Hey, over here. Nice to see you again. I thought if I got a second chance, I'd go to where my heart's content. I never expected to get out alive. Oh, it's overwhelming, even now. Want to take a look at what I have? I grabbed a couple of things before taking off. It's a new life, a new attitude, and simple pleasures like ordinary conversation. Nice loot, yeah? If you need anything, just say the word. I used to be a fan of the actress Patricia. Not the red actress Adelina, but her sister. Patricia had an angelic voice like her sister. If she'd become famous, they would have called her the White Goddess. But her career was cut short. She took poison and ruined her throat. I've only read others' memories, so I don't know the details. But the memories people had of her songs. You should have heard her voice in her prime. Something transcendent like that. It makes you feel alive. I survived. So I'm seeking out experiences like that. So, any more questions? Did I go sightseeing? You bet I did. It's the heart of Krat. The theater, the Ferris wheel, there's so much to see. Although, most of it has burned down now, I suppose. The most fascinating thing, I couldn't believe it. The writing on the back of a made puppet. I read memories, but still, any way you look at it, it's the made puppet's words. Probably designed like that. What kind of puppet would write that stuff? Still, it was weird. You should see it for yourself.
Nice loot, yeah? Was ist das denn? Jagdkleidung, okay. Was ist das? Oh, schon. Was ist auf meiner Puppe hinten auf dem Rücken geschrieben ist? Welche meinte damit? Meinte die, die unten lag oder so? Ich liebe dich, Julian. Ah, also, das hat sie geschrieben. Das war die, wo wir den Ring runtergemacht hatten. Nice loot, yeah? Ich will jetzt wieder zurückgehen zu Peru. Ich glaube jetzt, dass das jetzt das kommt, was ich gelesen hatte. Ihr werdet es, denke ich, sehen. Ich bin mir ganz sicher. Ja, oder? Rein theoretisch könnte ich auch zum Hotel so zurück, oder? Ich bin mir nicht mehr sicher, ob es genau das Hotel war, deswegen. Zurück zum Hotel gerade und hier ist eine kleine Fliege. Hier ist keine Fliege. Wir gehen mal erst hoch. Zu der alten Dame. Das dachte ich mir. Brief von Kirchstoff. Ein Brief, von dem Kirchstoff ausgeht. Von dem wunderbaren Herrn, der mir meine kostbare Zeit zugegeben hat. Der Moment, als ich dich damals traf, war wie das Licht selbst. Egal, ob du das richtige Kind bist oder nicht, du bist ein liebes, kostbares Kind. Danke, dass du mir in meinen letzten Augenblicken meine Freude zurückgegeben hast. An den jungen Mann, der Carlo ähnelt. Antonia Terrasani. Immer wieder auf Beach. Ich weiß halt, dass es hieß, man bekäme Menschlichkeit zurück, wenn man die Musik hört. Problem ist halt, ich will eigentlich nicht geclaimed werden wegen dem. Aber, mein Gott, ausnahmsweise mal Memory of Beach. Sehr schönes Lied. Aber die ganzen 3 Minuten werden wir nicht durchhören.
with unsurpassed sorrow, I must announce Lady Antonia has passed away. As she entered immortality, she seemed at peace. Her face was calm, and she wasn't in pain. It is all thanks to you. Without your most difficult of choices, she would never have found such peace. As for me, I am bereft of emotion. My life, or what passes for it, has lost meaning. It feels like pain has swallowed me whole. Thus I plan to erase my heart and become an ordinary puppet. This will be my last conversation with you as Polandina. Despite how it ended, I thank you for the kindness, bravery, and beautiful moments you showed me. Das ist eigentlich schade. Welcome to Hotel Krat. How may I be of service? Das finde ich schon mega, mega off. At the house of Anini, even... Ah, the hotel seems truly empty now that Lady Antonia has departed. She was the closest person I had, you know? All that with my parents happened when I was just a child. These halls are truly cavernous now without her and her music. She was a terrific pianist before she fell ill. Now it's up to us to protect this hotel. Her home and ours. Losing someone never gets easier. Entschuldigung, aber ich musste husten. Antonia is dead. It doesn't feel real. She was sick, but her personality was so formidable. The hotel feels empty without her. I would have done everything I could to help with weapons. Damn it. I'm so tired of people I know dying. So you'd better not die. If you can't stay alive, I'm gonna beat you up. Okay, klar. Mit einem können wir, glaube ich, noch reden, weil alle anderen sind ja schon mittlerweile weg. Wer jetzt noch was zu sagen hat, weiß ich nicht, aber eben mal. Stalker, please. Nee, okay. Er hat nichts zu sagen. Sonst. Dann sind alle abgeklappert. Blondina tut mir natürlich am meisten leid. Der leidet da am meisten darunter. Aber es ist leider nicht änderbar. Was ich mich ja frage, hieß, man könnte normalerweise dann mit dem anderen Jungen da reden, in Sichten von Waffen. Aber irgendwie probier's mal nochmal. Entschuldigung. Das wollte ich nicht, das Geräusch, das war... Entschuldigung. Der ist gar nicht mehr da. Wo ist der? Sackgesicht. Der ist abgehauen. Er hat die Tür nicht aufgekriegt und ist abgehauen. Na toll. Ja. Dann auf zur Himmelsfahrt. Ich frage mich, ob die Menschlichkeit zurückkommt, wenn man alle
Stücke komplett durchhört. Das weiß ich halt nicht. Aber ich würde sagen, das erfahren wir erst in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder und ciao.